Hallo zusammen. Was wir hier gesehen haben, ist der Screenshot der Vodafone Cloud App auf dem Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE Tablet. Vielleicht kurz, was ist die Vodafone Cloud? In erster Linie geht es darum, einen Zusatzservice bereitzustellen, der es unseren Kunden ermöglicht, von verschiedenen Devices auf die gleichen Datenpool zuzugreifen und auch einfach dafür zu sorgen, dass auf anderen Devices dasselbe zu sehen ist oder dieselben Bilder, dieselbe Musik oder auch dieselben Videos abrufbar sind, wie man sie zum Beispiel auf dem PC hat oder auf dem Smartphone und möchte es gern auch auf dem Tablet gesehen haben. Es gibt von daher auch verschiedene spezielle Anwendungen, je nach Endgerät. Für die Smartphones gibt es im Android Play Store mittlerweile seit einer Woche verfügbar die Android App zur Vodafone Cloud. Zusätzlich gibt es das auch für die Tablets natürlich entsprechend und für die PCs speziell nochmal eine PC-Application, die es mir zusätzlich ermöglicht, auch noch ein virtuelles Laufwerk einzurichten. Also es geht dort nicht nur um das Hochladen von einzelnen Bildern oder um das Abrufen, sondern ich kann dort ein V-Laufwerk einrichten, das im Prinzip funktioniert wie ein externes PC-Laufwerk. Kosten haben wir hier für Vodafone-Kunden keine. 5 GB sind also für jeden Kunden inklusive. Das gilt auch nicht nur für die Vertragskunden, das ist genauso gültig für die Prepaid-Kunden. Das heißt, man braucht nur eine Vodafone-SIM-Karte, die auch noch aktiv ist entsprechend und kann dann sich die 5 GB Freivolumen sichern. Was vielleicht bei manchen Leuten immer so ein bisschen zu bedenken führt, ist, was kommt denn da an Zusatzkosten auf mich zu? Das ist hier sehr einfach zu managen. Wir haben hier zum Beispiel den Einstellungsscreen einfach mit 2 Klicks festgelegt. Möchte ich mich einfach darauf beschränken, nur über WLAN hochzuladen, was natürlich die komplett sichere Variante ist. Oder sage ich, okay, ich habe ohnehin eine Datenflatrate. Ich erlaube dem Client auch unterwegs alle halbe Stunde zu aktualisieren und zu schauen, ob es irgendwas hin und her zu schieben gibt. Android. Keinen Nachteil gegenüber Windows 8. Man kann sowohl Office nutzen als auch die ganzen Cloud-Sachen, also PowerPoint und damit kann man das damit nutzen. Also genau, Flash sowieso. Android ist ja die einzige Mobiloberfläche, die Flash fest integriert hat. Also nicht nur als Gimmick im Browser, sondern wirklich richtig fest. Das heißt, jede Seite, die meisten sagen, okay, ich hätte gerne AD, den Stream, mal gerne schauen. Auch wenn man vielleicht WLAN ist, kein Problem. Dann kann man den Browser auf Flash einstellen. Dann jetzt halt relativ große Dateien. Das ist der einzige Anbieter auf dem Markt, momentan, der auch nicht spielt.